Wir führen in Deutschland eine sehr emotionale Debatte zum Thema Sterbehilfe. Und ich bin dankbar, dass wir diese Debatte auch sehr intensiv im Deutschen Bundestag führen. Ich will kein Deutschland, in dem sterbenskranke Menschen zum Arzt gehen und sich die Frage stellen, ob der Arzt sich für oder gegen das Leben entscheiden will. Ich will kein Deutschland, in dem die älteren Menschen Angst davor haben, dass an der Haustüre Sterbehilfe angeboten wird, egal ob von Ehrenamtlichen oder von Unternehmen. Ich will auch nicht ein Deutschland, in dem ältere Menschen sich fragen, ob sie ihren Kindern noch zur Last fallen wollen. Und deshalb bin ich für ein Verbot von Sterbehilfe in jeglicher Form und habe mich deshalb auch für den Antrag von Patrick Sensburg entschieden.